Hallo alle zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Rome 2 mit den Spartanern. Wie ihr gerade sicherlich raushört, bin ich aus dem Urlaub wieder zurück. Nein, deswegen ist ja auch der neue Part da. Und ich wollte sagen, es war ein schöner Urlaub und ich habe mich tierisch darauf gefreut, endlich mal wieder Rome 2 zu spielen, nachdem ich jetzt schon wieder eine Woche hier bin. Vorher hatte ich nicht wirklich Lust gehabt, jetzt habe ich's. Und ich habe meinen Urlaub hier in dieser Region verbracht, so in dieser Bucht hier ungefähr, denn hier seht ihr die Insel Samos. Ich glaube, das müsste die Insel Samos sein. Und hier drüben war Kujaldase und da war ich. Und Ephesus war etwas weiter östlich, war hier so in der Region ungefähr. Und genau, in Kujaldase habe ich Urlaub gemacht. War eine schöne Region und ich bin auch in der Stadt Ephesus gewesen. War wirklich sehr, sehr schön. So. Aber wo sind wir jetzt hier stehen geblieben? Ist die Frage. Ja doch, jetzt hier noch einiges zu tun. Noch eine 12.000 pro Runde. Muss wieder aufpassen, dass wir nicht zu weit abdriften nach unten. Okay, wisst ihr was? Wir gehen jetzt einfach hier... Ups, da war nichts. Einfach wieder die alle durch. So. Nikomedes. Gehst mal hier bitte rein. So. Dann haben wir hier... Phrynike. Hier drüben haben wir schon Spion, oder? Irgendwo einen Spion haben. Schon so viel sehen können? Nee, haben wir gar nicht. Wird's höchste Zeit, oder? Ach nee, wir wollten hier unten. Was ist das hier? Ach, stimmt, das war unser Klientenstart. Ja gut, den brauchen wir jetzt nicht zu holen. Aber du kannst mal hier runtergehen, bitte. So, die goldene Armada. Chips, Rümpfe, Stufe 2. Ah, jetzt weiß ich, wo wir uns befinden. Da ging's jetzt noch nicht weiter. Ich war auch nicht hier zu nah an die Flotte rein, weil die ist ja ziemlich groß. So, Zorn des Poseidon hatten wir auch schon. Herkules Char. Was könnt ihr denn bitte schön machen? Ach, ihr solltet erstmal die Zufriedenheit bewahren, die ja doch nicht so hoch ist, wirklich. So, was ist denn Raga überhaupt hier für eine Nation? Ja, so eine persische, oder? Achso, Aropatene heißt die Nation. Sieht so eher wie was Persisches aus. Okay. Ach, die Schweine haben sich gerade Zacker geholt. Das war eigentlich mal meine Provinz. Also meine Region. Jawohl. Jetzt nicht ganz so wichtig. Susia? Wo liegt denn Susia? Kenn ich noch gar nicht. Ah, hier so in der Umgebung. Okay, die Herkules-Schar benutzen wir noch nicht weiter. Die Boten des Tentos. Thanatos, so ist richtig. Die wollten jetzt hier auch noch erstmal sich ausruhen lassen. Oder ja, kann man mal so machen. Die Faust des Zeus, wo steht die denn? Hat sich schon bewegt und hat volle Mannstärke. Ach, die will gegen... Nicht gegen Eboa kämpfen, sondern gegen Ulispo. Okay. Da kommen wir noch an. Die Donnerschläge des Zeus, was macht ihr denn so Feines? Stimmt, ihr haltet hier erstmal Wache. Die Brüder des Xenophon. Wir kämpfen gleich gegen Bodigana, schön zu wissen. Den haben wir auch noch dabei. Dr. Beerboot ist hier, die 300. Ah, die bewegen sich auf dem Weg nach Brigantium. Also gehört Iberien, also Spanien bald komplett uns. So, der Biss der Basilisken. Hier, eigentlich könnte ich euch schon abziehen, oder? Wie sieht's mit Goa aus? Ach, Persepolis haben sie sich geholt. Die sind da noch keine Garnison, dann greife ich mal an. Ach, das reicht nicht mehr. Vor Distanz, aber okay. Welche Nation ist jetzt? Der Biss der Basilisken. Die ist weiter hier unten. Ja, die haben sich eigentlich alle überwiegend schon bewegt. Da machen wir jetzt unsere Schlacht gegen die Spanier. Ach, Pura hatten wir auch noch gehabt, okay. Wir waren dort mit die 300, glaube ich, oder? Waren das Dr. Beerboot oder die 300? Nee, das waren die Brüder Xenophon, genau, so war das. Machen wir die Schlacht gegen die Arawaki. Oder nee, wir wollten eigentlich... Oh, dieses Malzeichen ist praktisch, das war vorher nie dabei. Gucken wir uns mal an, was haben wir hier? Ach, das Ding machen wir automatisch, das sind zu wenige.
Oh, das ist auch neu. Ihr müsst wissen, ich habe jetzt lange nicht mehr hier geguckt und habe viele neue Sachen hier kennengelernt. Muss ich jetzt kennenlernen, besser gesagt. Und es ist ja auch schon das neue DLC draußen mit den Seleukiden. Von dem werdet ihr bestimmt auch noch ein Let's Play von mir kriegen, aber nicht jetzt, denn ich habe schon mein nächstes Let's Play geplant und freue mich tierisch drauf. Oh, dieses Wackeln ist auch neu. Dann wollen wir mal besetzen. So, Burdigala gehört jetzt uns. So, dann warten wir mal ab, wie ist denn das neue Rundensystem? Ach, erstmal reißen wir den hier ab. Den will ich gar nicht haben. So. Den bauen wir um in Zieltrockner. Den Plänkler, Lager. So, und. Den machen wir einfach mal hier drüben in Nahrung rein. So, ey, komm, los. Und hier in die Herberge. Dich bauen wir mal um in eine hellenistische Polis. Okay, wir haben ja noch weitere Sachen zu erledigen. Wir haben unsere ganzen Provinzen erzählt. Oh, hier geht's nach oben. Super, das ist auch ein neues Zeichen. Glaube ich. Okay, Nabatea, gucken wir mal hier rein. Wir können einen Hafen bauen in Petra. Ah, ne, Kamutas. Was brauchen wir hier überhaupt? Nahrung? Nahrung brauchen wir hier. Also machen wir mal einen Fischerhafen. So. Und den Rest können wir lassen. Die Zufriedenheit ist eigentlich ganz gut. Plus 16 pro Runde. Okay, dann brauche ich mir jetzt keinen Kopf zu machen. Thrakien sieht gut aus. Dann mache ich jetzt mal nichts. Ertrag ist auch okay. Karthaginensis ist auch okay. Aber hier haben wir einen freien Platz. Den sollten wir jetzt auch nutzen. Was brauchst du? Zufriedenheit machst du plus. Dann bauen wir jetzt mal. Hier können wir eine Werkstatt bauen und den werden wir umbauen mal in den hellenistischen Weiler. So. Italia, wie sieht's hier aus? Alles zufriedenstellend. Brauche ich um die zweite auszubauen? Syria. Ah, Tyros hat einen anderen Hafen verdient. Afrika, wie sieht's hier aus? Zufriedenstellend. Magna Graeca. Auch da kann ich mich nicht beschweren. Asia, hier werden wir mal einen Zieltrockner bauen. Dadurch kann man ein bisschen mehr Kohle ranscheffeln. Ach, und du brauchst bessere Nahrungsproduktion. Du hast doch schon so viel. Egal, da kann ich jetzt nichts machen. Libyen. Libyen bräuchte dringend Nahrung. Haben wir aber nicht, also importieren wir sie einfach. Ah, und Handelshafen, so. Mesopotamien macht plus 4 Zufriedenheit, das finde ich okay. Und hier müssen wir noch ein bisschen umbauen. Karax wollte ich den hier gar nicht umbauen. Ich bekomme jetzt nämlich Stufe 3 für alles. Das ist eigentlich ganz gut. Ist eigentlich ganz gut, das werden wir mal behalten hier, auch wenn es ein bisschen für Verarmung sorgt. Hier bauen wir mal ein Gehöft. Hier bauen wir mal einen hellenistischen Weiler. Das ist Urabia Magna. Braucht Nahrung. Das heißt, wir bauen hier mal Poseidon. Aber Poseidon geht leider nicht. Zufriedenheit ist steigend. Auch mit denen hier gar nicht mehr. Wir können hier einen heilenden Nymphen bauen und den bauen wir um in Tempel des Poseidons. Dann kriegen wir ein bisschen Geld. Fischereihafen und hier machen wir eine Herberge. Dann sieht das Ganze schon etwas besser aus. So, Hella. Hella hat Nahrungsmittelprobleme und die Zufriedenheit steigt langsam. Und wir helfen mal eine Herberge. So, Mauretanien. Das ist gar nicht gut. Die werden wir jetzt mal alle hier abreißen. Mehr kann ich jetzt nicht machen, weil ich nicht zu viel Geld verschenken möchte. Tarsus ist zufrieden. Galatia et Kappadokia ist auch zufriedenstellend. Makedonien. Auch zufriedenstellend. Arabia Felix. Macht minus 1. Müssen wir hier mal einen ausbauen weiter. Mal einen Hain der Nymphen. Persis. Okay, da haben wir noch nicht viel. Meister Schießstand. Den einfach mal abreißen. Den brauche ich nicht. Was kriege ich hierfür? Munition. Stufe 3 plus 40 Kapazität bei der Rekrutierung. Ui. Aber wir werden hier mal abreißen. Brauche ich nicht. So. Und den haben wir auch abreißen. So, bei Tika.
lassen wir erstmal noch so, wie es ist. Machen wir später mal. Und jetzt würde ich sagen, bevor wir weitermachen, lassen wir erstmal alles so, wie es ist. Guck mal hier, Fraktionen haben auch keine weiteren Probleme. Ich will gucken, was forsche ich denn gerade? Ah, Wasserschleusen forsche ich. Gut, okay. Würde ich sagen, können wir an der Stelle auch schon die Runde beenden. Schreiten wir zur Tat. Ach, einen habe ich vergessen. Anisodoros. So, wo ist er denn? Da ist der kleine Mann hier. Du brauchst ein Upgrade. Dein Upgrade ist der General. So, und da habe ich auch gerade gesehen, ein paar Truppen hier können ein Upgrade vertragen. So, können wir jetzt eigentlich schon hier... Oh, wollte ich gar nicht machen. Schade, geht immer noch nicht. Wäre ziemlich praktisch gewesen. So, dann wollen wir mal die Runde beenden. Ach, die Sternstelle habe ich vergessen. Naja, nächste Runde. So, jetzt will ich mal gucken, wie lange dieser Rundendurchlauf braucht. Hat er früher mal ewig gebraucht. Euer Volk ist sich dessen zwar noch nicht bewusst, mhm. Doch werden ihm unsere Waren sehr gefallen. Wollt ihr sie ihm verwehren? Handelsabkommen mit... Welche Nation ist es denn? Himya. Wo liegt denn Himya? Ich bitten darf. Die wollen 1800 haben. Sie befürworten. Abkommen mit Himya. Was habe ich mit dem Abkommen mit denen? Diese Fraktion ist der Klientenkönigtum. Machen wir ein Gegenangebot. So, ist mein Klientenkönigtum deswegen. Ach so. Okay. Oh, die Karthager melden sich zu Wort. Und die Schachscheine selbst spielen zu müssen, um zu gewinnen. Bliten. Oder eine bessere Bliten. Wir haben sogar Pikeniere. Okay, ja, dann freuen wir uns mal gleich auf die erste Schlacht. Weil ich eigentlich auch eine Belagungsschlacht gleich anstrebe. Noch zu machen gegen die Getula. Erst müssen wir uns gegen die Karthager wählen, die sogar Pelasgs mit dabei haben. Ui. Was sind das für Pelasgs eigentlich? Libysche Pelasgs? Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, das sollte eigentlich gut zu verteidigen gehen. Wir haben gute Einheiten. Die Elefanten wären ein bisschen problematisch, aber die können wir mit Steinschüttern, glaube ich, gut in Schach halten. Mit 3 Stück. Die sind jetzt nicht mehr so unempfindlich wie früher. Jetzt brauchen wir nicht mehr so viel, um die klein zu kriegen. Finde ich auch gut so. Die waren ja teilweise ziemlich unmenschlich stark. So. Gucken wir mal. Er startet von da hinten. Oh, und es regnet. Mich soll es jetzt nicht stören. So, was haben wir denn hier? Elefanten 12 von 24. Libysche Peltasten, libysche Hobliten in Massen und auch den Mob in Massen, aber ich glaube, da komme ich mit meinen spartanischen Jugendlichen gut klar. Ah, ich habe nicht rein zufällig vorher später, schade. Ich glaube, die sieht er gar nicht, wenn ich die... Ach, der will bestimmt dort rein. Wenn ich die hier hinstelle. Stellen wir sie hier hin. Okay. Euch stellen wir mal hier hin. Euch hier. Und euch hier. Wollen wir gleich loslegen. Unsere verehrten Vorfahren haben ihren Ruhm mit ihrem Blut erkauft und heute haben wir die Möglichkeit, es ihnen gleich zu tun. Lasst keinen Feind unsere Abwehr überwinden. Bleibt standhaft und weicht niemals zurück. Alles wird gut werden. Genau, so sehe ich das auch. Alles wird gut werden. So, wo läuft mein Freund hier drüben hin? Ach, der will in die Ecke da unten hin. Ziehen wir euch mal ab. Ihr geht mal hier rüben hin. Wo sind die Elephants? Da sind sie ja. Kann ich mit den Speerschleudern eigentlich auch ganz gut in Schach halten. Ich frage mich, wieso die eigentlich Verluste haben hier. Aber naja, gut. Okay. Aber ich bin erstaunt. Das Spiel läuft erstaunlich flüssig jetzt. Vorher hat es noch ein bisschen geleckt. Grafikbug.
Und jetzt läuft's sowas von flüssig. Hab ich ja noch nie gehabt. Okay. Wir orientieren uns daran, wo er jetzt gleich hin möchte. Die möchte ich jetzt eigentlich benutzen, um die Elefanten auszuschalten. Sollte reichen. Ich sehe aber jetzt auch gut aus. Ich glaube, ich kann die Grafik wieder höher stellen, damit es weniger laggt. Also, weil es jetzt weniger laggt. Weil ich finde, es sieht jetzt richtig gut aus. Läuft schön flüssig. Das gefällt mir. So. Wo will mein guter Freund denn hinein? Ich muss ja meine Pikeniere dort hinstellen, wo die Hobliten hin möchten. Dann mache ich die meisten Kills. So, die kommt mir hier mit rüber. So, nach da drüben rennt jetzt bitte. Machen die so recht flott, finde ich gut. Mal sehen, wo rennt der Mob jetzt lang? Bitte rechts rein. Nein, noch nicht. Gut, dann muss ich euch leider erstmal zurückziehen. Sehen, ja, er rennt jetzt wieder raus hier. Okay. Spur ein bisschen vor. Das hätte ich ewig brauchen. Okay, die Mehrheit geht da lang. Geht mal auf den hier. Was sehen wir hier? Libysche Feldhastenmassen. Wir schicken unsere Jugendlichen rüber. Schnelles Marschieren! So, geht mal hier rüber. Die Obliten sammeln sich hier hin. Okay. Okay, die Feldhasten ziehen sich zurück wieder. Gleich müssen sie es machen. So, macht die erstmal schön fertig hier. So, das hast du gut gemacht. Da hinten ist der Mob. Der Trupp ist weg, super. So, die haben jetzt hier schon abgeschnitten und die schnappen uns jetzt auch. So, macht die mal schön fertig. So, was kommt jetzt hier? Noch bleiben sie erstmal stehen. Das ist jetzt nur ein Mob hier. Gut, da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. So, der ist jetzt auch weg. Schnappen uns jetzt hier da hinten mal. So. Schnappst du mal den Mob hier drüben? Wir stellen uns mal hier hin. Okay, und euch schicken wir jetzt mal hier rum. Jetzt haben wir die Zeit. Das macht ihr gut so. Da lernen die jungen Spatiaten. Ja, ich habe Spatiaten diesmal gesagt. Nachdem ihr mich da mehrmals versucht habt zu korrigieren, aber Spartaner ist ein ziemlich eingedeutscht und das werde ich jetzt auch weiter beibehalten. Ich wollte nur sagen, ich habe es gelesen. Nee, aber wir werden die jungen Spartaner hier die schönen Feldhasten ausschalten. Ist schon gelb, nicht schön. General! Welcher Feind ist es würdig, mir zu begegnen? Hehehehe
Nette Ansprache. So, das habt ihr super gemacht. Geht mir hier lang, bitte. Die geht mal darüber. Die bleibt dahinter. Ach, die haben jetzt hier. Oh. Die haben die Gebilde, die vorher drauf waren, weggemacht. Fällt mir da auf. Aber das kann ich auch verstehen. Das hat er da echt tierisch geleckt. So. Jetzt sehen wir die mal schön hier. So, du gehst mal hier rüber. Okay. Heute ist hier schön eingekesselt. Spur ein bisschen vor. Da haben durch die letzten Patch aber ganz schön viel gemacht. Das wäre zum Teil schon verzweifelt. So. So, und ihr geht jetzt mal rüber, macht die hier fertig. Oh, eine Hopliten-Phalanx. So, die macht jetzt hier schön fertig, oder? Ja, super. So, stellen wir euch mal hier rüber. Ah, hier fliegen zu viele mehr. Das haben sie gut gemacht. Hat die KI immer ganz scheu gemacht, muss ich ehrlich sagen, dass sie da hinten versucht, sich zu decken. Und die versucht sie mich jetzt zum Laufen anscheinend. Aber daran habe ich jetzt auch gedacht. So. So, geht mal hier bitte rüber. So, alle Mann auf die Elefanten jetzt. Ja, da versucht mich echt zum Laufen. Finde ich gut. So, die Elefanten müssen jetzt leiden. So. Super, habt ihr gut gemacht. Sind auch noch zwei am Leben. Jetzt keiner mehr. Oh ne, ihr stoppt euren Feuer mal bitte. Ich brauche ich nicht mehr. So, das habt ihr schön gemacht. Okay, uns erstmal gegen die Karthager verteidigen können. So, schalten wir die mal aus. Ach ne, brauchen wir gar nicht. Die sind ja sowieso dann tot. Können wir das Gefecht auch beenden. Und Erfahrung kann ich ja leider für meine Garnisonseinheiten auch nicht rausholen. Finde ich ehrlich gesagt schade, aber der General ist wenigstens weg und der Großteil der Peltasten. Einige Hopliten haben noch überlebt, mit fast nahezu keinen Verlusten. Oh, das ist okay. Das ist durchaus okay. So. Ihr, die ihr noch so jung seid, hört auf euren Alten, auf den die Alten hörten, als er noch jung war. Uhu. Das ist ja sowas von pointisch. Naja. Karthagische Rebellen. So. Die Ladezeit ging jetzt sogar mal. Oh, und es laggt mir überhaupt gar nicht in letzter Zeit. Das finde ich sehr gut. Na komm, die Gefangenen können wir versklaven. Okay, die werden wir jetzt einfach töten. Oh, die sind gut. Die machen viele Kills. So. Auch diese werden wir versklaven. Und weg ist die Armee. Hast du gut gemacht. Feiner Spartaner. Ach, wir haben jetzt Pura erobert. Die Schlacht habe ich ja ganz vergessen, fällt mir auf. Wir werden mal besetzen.
Okay. Eigenes Nachricht. Eine Fraktion steigt auf. Armenien. Oh. Eine neue Macht ist aus dem Kriegschaos hervorgetreten und ist bereit, sich einen Namen zu machen. Okay, Armenien ist wieder da. Haushalt erweitert sich. Pilot. Okay, Baubericht. Gut, das werden wir noch alles uns angucken. Eigenschaft. Unredlich. Plus 2 List. Okay, Verschleiß. Ja, aber dafür haben wir jetzt die Provinz geholt. Rebellion bevorstehend in Persis. Und in Baetica auch noch. Und in Kamanien. Und wir haben eine Siedlung erobert. Das habt ihr fein gemacht, meine Männer. Ach, der geht auf Defensivstellung. Wir werden jetzt einfach wegbashen. So, peng, peng, zack und weg mit ihm. Super gemacht. Okay, die Gefangenen werden wir töten. Schaffst du Persepolis in der kurzen Zeit? So, oh, da können wir sogar... Ach, wir haben die Leitern hier noch. Cool. Ja, machen wir mal gleich automatisch. Das ist ja schon ziemlich sicher hier. Zack, und weg sind sie. Super, hast du fein gemacht, mein kleiner Spartaner. Okay, und hier werden wir jetzt... Oh, hier lohnt sich das Plündern sogar. So, reparieren wir mal. Okay, hier bauen wir jetzt mal... einen geweihten Boden. Und hier einen hellenistischen Weiler. Okay, dann machen wir jetzt mal weiter mit Streitkräften. Meine kleine Spionin hier hinten. Schick mal weiter hier rüber. Also die Ponten aber schon ziemlich weit gekommen. Boah, sind ja sehr weit gekommen, ey. So, Telefasse. Okay, hier hinten geht's ja nicht weiter. Ist ja Ende. Ende im Gelände. Ach, da geht's auch nicht weiter. Das ist Wald. Da gehen wir von hier aus durch, oder? Geht auch nicht. Müssen wir da hochgehen. Okay. Berenike. Wie sieht's mit dir aus? Namentium. So, spionieren wir mal hier weiter rum. Ich will jetzt schon über ganz Frankreich eigentlich alles wissen. So, die Goldene Armada. Ach ja, unsere Armeen sind soweit fertig. Oh, und das war jetzt ein sehr schlauer Schachzug von den Getulern hier, um ehrlich zu sein. Dann holen wir uns einfach mal ihre Stadt, wenn sie jetzt hier alles verlassen. Zack, weg sind sie. Und uns gehört jetzt auch Migdol. Okay. Plündern lohnt sich nicht, also besetzen wir einfach nur. Oh, seit Rang 6 und bekommt eine neue Militärtradition. Das finde ich super. Ist jetzt sehr guter Verteidiger geworden. Geht anscheinend nicht höher als Stufe 3. Nachgiebige Streitkraft Stufe 2 machen wir so. Okay. Euch führen wir jetzt mal hier alle rein. Das ist eine Umgebung. Schaffst du es auch noch hier ran? Nee, kannst du nicht. Schade. Aber wir behalten dich mal in der Nähe. Tingis hat jetzt wie viele Einheiten hier drin? Nee, gar nicht so nach genug. Genug, um die hier auszuschalten. Die haben ja fast gar nichts mehr. Okay. Dieses Gebäude brauchen wir nicht. Wir werden mal einreißen und gegen ein... Ach komm, sind wir mal freundlich und schenken dir mal ein Amphitheater. Auch hier bauen wir mal jetzt ein paar religiöse Gebäude. Hier reißen wir was ab. Den werden wir auch abreißen. Den auch. Und hier bauen wir mal auch noch um. Mal den Handelshafen können wir sogar hier lassen. Das ist durchaus okay. Naja, gehen wir mal zur nächsten Armee, die wir noch haben. Die Herkules-Schar, die ist ja auch noch da. Die schützt Ipkatana noch.
Ich glaube, ein Krieg gegen die wäre sogar plausibel noch. Aber mal gucken. Ich guck mal kurz, wie es aussieht mit den Zielen überhaupt. Da hat mir auch einiges auf. So, zu den Sternen halt mindestens 30 in Siedlungen in einzelnen Provinzen. Aktuelle Anzahl 29. Okay. Beherrscht die folgenden vier Provinzen entweder durch direkten Besitz oder Kernkönigtum oder Militärbündnis. Hier hat folgendes Gebäude: Monument des Leonidas. Und spartanisches Imperium. Ja, das haben wir schon. Okay. Ich glaube, da machen wir erstmal noch nichts. So, Susa, hat hier das nötig? Ja, anscheinend schon, weil hier ist ein großes Potenzial, dass Rebellen auftauchen. Wobei. Welche ist die bessere Armee? Ich würde sagen, fast die hier. Also kann man die abziehen. Und die könnten wir rüber schicken, um hier hinten ein bisschen aufzuräumen. Hier in der Region. Das sind ja alles. Das ist alles Axum. Wenn ich am Nil entlang, denke ich, da schon einen guten Namen mache, dann habe ich da gute Karten. Könnte man schon fast sagen. Na gut, machen wir das mal so. Machen wir einen Gewaltmarsch an und dann geht's jetzt ab Richtung Gewässer. So, Herkules Schar hatten wir schon. Die Boten des Thanatos sind fertig. Die Faust des Zeus. Die geht mal rüber nach Oisippo. Die Donnerschläge des Zeus. Die bleibt natürlich hier. Bruder des Xenophon. Hier bauen wir auch um, dass wir einen anderen Hafen haben. Okay. Ja, hier gehe ich erstmal nicht weiter vorwärts. Ein bisschen mehr. Euripides haben wir schon erklärt. Dr. Beerboot ist auch fertig. Die 300 geht nach Brigantium. So, Attacke. Und auch diese Stadt holen wir uns jetzt. Und zack. Schön in die Eier und dann. Genau, super. Jetzt kriegen wir Brigantium. Okay, na, hier lohnt sich auch noch das Besetzen. Okay, das haben wir jetzt auch geschafft. Aber Kilum wollte ich mir eigentlich noch holen, es sei denn, die sind bereit, diplomatisch gesehen ein bisschen was zu ändern in der aktuellen Situation. Wenn wir einreißen, den werden wir einreißen. Den können wir umbauen. Und den werden wir einreißen. So, wenn die bereit sind, in der aktuellen Situation was zu ändern, dann bin ich bereit, auch mit ihnen zu kooperieren. Seid herzlich willkommen, Freund des Pharaos. Mögen seine Lenden fruchtbar und seine Schwerter scharf sein. Super, jetzt habe ich ein Handelsabkommen mit denen, das gefällt mir. Oh, viele sehen mich aber nicht mehr grün, oder? Ach nee, ich muss sie wieder neu machen. Vielleicht bekomme ich da sicherlich auch ein Handelsabkommen, oder? Solch großen Volkes eher niedrig, schade. So, wie sieht's mit euch aus? Ihr sollt die Freuden meines Hauses genießen. Okay, die wollen auch nicht. Pontus hatten wir schon. Die können alle nicht. Die Tosculia wahrscheinlich auch nicht. Germanische Konföderation. Okay, also. Oh, wir haben mit vielen Leuten Krieg. Weil die Getule sind fast weg. Geraja ist weg. Maskat ist weg. Axum ist weg. Bald. Die Arawaki sind auch bald weg. Arawaki, die können wir vielleicht zum Klientenkönigtum nennen. Das sind so. Die sind sehr schwach geworden. Sprich, mach schon! Vergeudet keine Zeit, die besser mit Jagen verbracht wäre. Na gut, du willst wohl nicht. Und ich sehe gerade auf die Uhr, dass unser Limit mal wieder erreicht ist. Ich würde sagen, an der Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Rome 2 Total War. Ciao, bis zum nächsten Mal.